Willkommen in LV mit dem neuen Asus UX21A Touchscreen Ultrabook hier auf der Comtex 2012. Wie ihr sehen könnt, das UX21A gibt es eigentlich schon auf dem Markt, aber jetzt haben wir eigentlich ein Full-HD-Display eingebaut und ein schönes Touchscreen noch hier mit dabei. Unter Windows 8 natürlich, Intel Ivy Bridge Prozessor, 4GB RAM, Full-HD-Auflösung, SSD eingebaut und so weiter und so fort. Also wirklich ein sehr schönes Produkt. Wir haben eine gute Tastatur noch mit dabei, einen schönen großes Touchpad und ist leider schon auf den Boden gefallen. Das können wir hier sehen daran, dass hier das Metall schon ein bisschen eingedellt ist, wie auch bei meinem MacBook Air. Ansonsten haben wir hier Kopfhörer, Mikrofon in einem, Kensington und natürlich noch einen kleinen Adapteranschluss für VGA, denke ich mal. Das ist nämlich kein oder vielleicht ein Mini-Displayport, das kann natürlich auch sein. Dann haben wir hier Kopfhörer, beziehungsweise auf der anderen Seite haben wir noch Micro-HDMI, USB 3 und Strom. Ansonsten haben wir kein SD-Karten, ist ja kein gar nichts. Von außen ist es aber natürlich auch schön metallisch, wie wir sehen könnt, und auch unten. Ansonsten ist wirklich nicht so viel davon sichtbar. Bis zum nächsten Mal bei NLTV. Das war das neue Asus UX21A mit Touchscreen hier auf der Comtex 2012 im ersten Pre-Production-Modell. Und ja, wir werden damit viel Spaß haben. Hoffentlich kommt es auch so, wie es ist, auf dem Markt. Beziehungsweise vielleicht noch ein SD-Kartenleser wäre zwar schön, aber wie ihr sehen könnt, das reagiert wirklich schon sehr, sehr, sehr gut. Mein Name ist Balazs Gál und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Von Asus auf der Comtex 2012.